3, 2, 1. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Weil du hast ja hier eh ewig viel Trash, ne? Dann kannst du einiges auslassen mit dem Shirt. Um seinen Hals. Wir kümmern uns um die Wachen. Ihr könnt schon vor zum Kanalgitter. Durch den Kanal Wanze, grüß dich. Immer noch ins Gefängnis eindringen können. Die einen Krabben vom Boss, die nehme ich nur kurz mit, weil die triggerst du meistens sonst eh. Ja, ja. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ach komm. Boah, ich dachte jetzt schon, dass ich ihn disconnect hab. Erste Mobgruppe und Standbild. Na wunderbar, geht ja schon gut los hier. Auch das ist dann halt so. Kann passieren. Nee, aber jetzt geht wieder alles. Es gibt manchmal so Bugs, ne, dass du das in YouTube Plus Inni hast, warum auch immer. Ja, ich hatte das auch in den letzten zwei Innis. Ab und zu disconnected oder komplett rausgeflogen auf das Internet getrennt. Obwohl Internet die ganze Zeit da war. Aber komischerweise nur immer im M Plus, ne? Woanders habe ich das leider nicht. Ich auch dass nicht. Man, dass man irgendwie überlegt, das nachvollziehen das könnte. Ich habe schon überlegt, ob das bei der Telekom liegt. Das hatten jetzt nur Leute, die ich kannte mit Telekom. Ja, naja, im Moment bin ich nicht bei der Telekom. Hütet euch. Ich bin jetzt schon vorher 2-3 Keys gelaufen, dadurch gar nichts. Und jetzt hier, erst Mobgruppe geht's los. Hütet euch. Hütet euch. Ich weiß jetzt nicht, welche Mobs hier alle Unsichtbare sehen können. Oder ob wir relativ am Anfang hier schon den Shroud dann benutzen können. Das war ein, zwei Mal vielleicht. Leider nicht. Wir können nur eine Stelle sonst shrouden. Sonst sehen die Invis. Jetzt gleich hier, den einen können wir nicht skippen, weil der sieht Invis. Danach okay. Hingucken. Lohnt sich nicht wegen ein, zwei kleinen bei Trim. Nee, das ist klar, das lohnt sich nicht. Hütet euch. Hütet euch. Hast du als der eigentlich auch besänftigen? Ja, ich kann das Ding runternehmen, die Wuteffekte. Was? Ich meine nur für später, für die größeren Trash-Mobs, die ein bisschen mehr Leben haben, Damage machen. Hütet euch. Den Stack könnte ich theoretisch auch, aber der hütet macht jetzt nicht so krass euch. Damage. Ach. Ist halt jetzt schon mit zwei Dudes. Willst du dann auch die ganzen Buff-Mobs rausholen? Die auf der Seite sind am besten. Sonst müssten wir die eine, sonst müssten wir den Dicken mitnehmen. Das ist immer so eine Sache. Ja, gut, es ist halt Trash, den wir nicht brauchen, na ne? Klar. Ja. Je nachdem, für einen Buff oder so, der eine ist eh unwichtig. Nicht so wichtig, sagen wir. Warte, ich zapp den ein. Kannst du jetzt? Jetzt könnt ihr. Jetzt könnt ihr hier vorbei. Meine Männer haben die Waffe in der Kürze wiederhergestellt. Das hoffe ich für euch. Sonst suche ich einen neuen Wärter, der euch mitsamt diesem Abschaum ertränkt. Theoretisch kannst du die Kleinen auch mit dazu holen. Wie die gelben. Sonst stören die gleich. Ja, ich zieh sie hier mit ran. Gerade überlegen, ob es mehr Sinn macht, mal kurz dann einen Relock zu machen. Ich habe immer wieder kleine Standbilder, nicht dass ich mal im Volcanic ein Standbild habe.
Mach kurz. Ich zieh die einen noch raus, dann mach ich das, wenn ihr hier die alle rausholt. Zieh die mal kurz hinter. Jo. Hier haben wir schon mal den Ausdauerbuff. Ich mach jetzt mal einen Relock. Ja. Ich hoffe, das bringt was. Wir können schon mal hier durchkommen. Nee, ich habe ja kein Telekom, beziehungsweise noch nicht. Also, ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Jo, bin wieder drin. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Den von oben kannst du auch mitnehmen. Den Brandstifter. Jo. Ah, die Bubble ist durchgegangen. Ja gut, das hat anscheinend nicht viel gebracht. Naja, muss so irgendwie gehen. Ein Hunter von mir hatte das auch. Also, ich weiß von mir. Er hatte hier auch immer nur, aber immer nur so ganz kleine Licks. Keine großen. Ich hab nur immer kurz, also so eine Sekunde ein Standbild, alle, weiß ich nicht, 1-2 Minuten oder so gefühlt. Reaping haben wir jetzt. Ja, kannst du aber mit in die nächste Gruppe reinziehen. Ja, nicht, dass der Heiler stehen bleibt und von hinten weggenudelt wird, weißt du? Hol die schnell alle und dann kann ich sie gerne weiterziehen. Okay, passt. Sie ist jetzt um die Ecke rum. Jo. Kann schon nichts zu gucken, oder? Ich hab die schon geaddet. So. Müssen wir interrupten? Okay. Oh, ich hoffe, der dispelt mich jetzt mal. Ich hatte letztens einen, der hat gar nicht gedispelt, das war schön. Hast du 40, 50 Stacks drauf? Stirbst halt einfach, kannst halt nichts machen gegen das Tank. Ich hole dir schon mal die zwei Brandstifte. Aber der hat Dispelt, also der ist nicht schlechter Heiler. Ja, der hatte knapp 1,7 Main-Score. Ja, gut. Müsste man schon das erwarten können. Aber ich habe schon Leute mit 2 gesehen, 2,1, die konnten vielleicht nichts. Okay. Na ja, gut, das hast du immer, ne? Zum Beispiel ein Tankfreund von mir, der spielt auch Bär. Der war plus 22 Total War oder was war das? Okay. Da wusste einer nicht, also ein Jäger, der hatte auch 2 irgendwie so im Shit. Der wusste nicht, wie er sich hinzustellen hatte beim letzten Boss von Toldagor. Gut, gibt auch unterschiedliche Taktiken. Okay, ich zieh mal was. Kannst du den hier retten, Frosty? Ja, Moni. Danke. Gibt ja einige, die den Boss dann in diese Ecke reinziehen, dann siehst du es halt auch ein bisschen schlecht, also. Aber normalerweise sollte man die Mechanik schon kennen. Jetzt haben wir gleich nochmal Reaping. Kannst du den Boss zusammen machen. Ich steh zu dir. Okay, müsst mir die aber dann hochschießen, ne? Ja, mach ich. Ich hab noch keine Inka. Ich zieh sie dann in den Boss rein. Okay, auf geht's. Sollte schon einer. Oh, ich brauche unbedingt ein Dispel.
Ja, der 4 ist halt jetzt ungünstig. Ich komme halt nicht mehr. Ne, da komme ich nicht mehr in die Ecke. Nee, ich auch nicht. Das war nicht gut. Kannst du Shadow melken? Frosty? Was gerade? Shadow melken, du hast Akku gezogen. Von dem Gruppo. Schadmimik. Die anderen haben auch schon Akku. Ich tank ihn einfach an. Passt. Nein. Kannst du das mit hochziehen? Nur auf Frosty. Ich taunt nochmal und dann ziehen dann einfach hoch. Werden wir laufen, kriegen wir den schon. Kannst einfach laufen, ich hab dich jetzt hochgeschossen. Das ist zu weit entfernt. Soll ich dir gleich die jetzt hochschießen oder kriegst du das dann mit Akku? Mach mal zusätzlich, ich klief zwar rein. Sicher ist sicher. Spielen wir eigentlich die Taktik mit dem Bruder sauber durch? Das hat uns ja jetzt doch ein bisschen Zeit gekostet. Dauert halt länger mit dem Bruder so zu spielen. Muss halt gut gekickt werden. Ja, oder lass ihn einfach machen. Den Boss einfach nicht interrupten und den Bruder killen. Sicher, sicher. Ich frag nur, ich will es nur ganz gerne wissen, also. Ja, ja. Was ist mir auch immer egal. Ich mach dann gleich AT. Also wollt ihr nicht interrupten, einfach jetzt auf dem Dings durchziehen? Ja. Auf den Bruder von dem da. Das ist Robbie Knurritz. Achtung. Oh, ich bin wieder nicht gerade. Standbild. Ist gut. Okay, passt. Ja, kannst jetzt nicht interrupten. Ja, ich hab gut. Ja, ich mach. Hab. Das ist halt ein bisschen einfacher. Ja, gut, kostet ein bisschen mehr Zeit. Das andere habe ich aber auch schon öfter schief gehen sehen. Ja, ich kann nicht interrupten. Jetzt sind der Dolche, weg da. Das Problem ist halt, manche wissen nicht, wenn der Bruder ihn frisst, dass man ihn kicken muss, dann Schild wegkommen. Das sind schon so viele drin gestorben. Ja, wenn du genug Damage hast und ein bisschen interruptest, dann geht das schon. Dann kannst du halt den Boss instant wegcleaven, aber teilweise risky. Ach komm, bitte, bin ich jetzt hinter der Ding? Okay, das ging gerade nicht. Es ist, du kriegst beim Moven, kriegst ein Standbild, echt. Kannst du mit hochziehen. Ersten Schrei habe ich unterbrochen. Ich mach gleich den zweiten. Kann jemand den stun? Ja, hab schon desmontiert. Ich dachte, ich hätte jetzt verpeilt zu kicken, wegen dem Schrei. Puh.
Willst du gleich da durchschrauden? Durchs nächste Tor oder willst du sie zur Kanone ziehen? Wir können schrauden, ich glaube, das ist besser. Wir haben eh genug Trash. Sieht aus, als hättet ihr alles unter Kontrolle. Wir können den. Na gut, die kannst du noch nicht. Die nächsten musst du dann. Das ist beim nächsten. Wenn ich drauf mache. Boah, der hat einen echt scheiß Makro, der Healer. Du willst halt mir die ganze Zeit, wenn ich out of. Also LS wird von dem, wenn er irgendein Spell auf mich castet. Frag mich mal, ich hab hier den ganzen Chat von dem Typen voll. Casting, das an dir, Casting, das an dir, das. Mitteilungsbedürftig. Der hat jeden Cast, den er auf mich macht, irgendwie mit einem Makro gebindet. Ja. Dann wartet mal kurz hier, sonst zieh ich dir gleich direkt ab. Jo, ich bin schon im Staff. Na gut, die müssen wir machen, das hilft nichts. Ich muss näher ran. Kannst du mir den da runterkicken? Frosty? Der Typhoon? Und? Suchen so noch Platz im Abend. Kannst du den anderen schon mal abschießen, den zieh ich noch ein bisschen? Den könnt ihr dann machen, ich hol schon mal den nächsten. Ja. Hm? Kannst du mit der Kanone direkt machen jetzt? Warte, nicht gleich dich stören. Ich geb dir kurz einen Trick, ne? Einen müsstest du da hinten auch noch erwischen. Ja. Einer kann schon mal die nächste Kanone von den DDs. Die nächste schon mal abschießen. Könnte einfach durchlaufen. Ich gehe durch und bin die Kanone und schieß schon mal die nächsten an. Du bist gleich so weit, oder? Ja, du kannst schon mal die nächsten. Alles klar. Ist alle geedit? Ja, passt. Bereit machen, Männer! Sie kommen! Haltet euch mit dem Feuer zurück! Und damit meine ich euch, Flammenwerkerin! Wenn nur eine Artillerie-Munition explodiert, sind wir alle Geschichte! Achtung! Mit den Kanone laufen! Leute, die bloß ein bisschen zurück. Ich stun die nur. Ich sehe euch so schlecht, deswegen, also, wenn ich einen erwische, sorry. Ja, schieß einfach auf den hinteren. Einen Schuss halten wir schon aus. Muss ja nicht sein. Jetzt habe ich Angst vor dir. Das wird jetzt. Ja. Weg da! Ja, pass, ich tick's dir nochmal zurück. Okay, jetzt hast du alle an deinen Hacken, die krieg ich leider nicht alle weg jetzt. Ja, ich mach ich. Okay, passt. Ist mir schön rückenfrei, ja. Super. Ich mach den da vorne noch, der da steht. Jo, passt. Wundere. Ja, der eine stirbt jetzt auch. So. Sehr schön. Wollt ihr den Boss in der Mitte oder in der Ecke? Wie wollt ihr ihn spielen? Ich bevorzuge die Ecke, aber es ist mir letztendlich auch egal. Okay. Das ist eine reine, keine Ahnung, reine Empfindungssache. Ich dachte, du kannst sie nicht mehr raustragen, die Dinger? Die respawnen eigentlich auch, aber ich weiß nicht, ob die das wieder geändert haben. Weil, also weil früher konntest du ja noch raustragen. Ja gut, lass loslegen. Jo. Jetzt. Lass ihn erstmal in der Mitte und dann können wir immer noch in die Ecke gehen. Ach nein, jetzt hier ein Standbild, ernsthaft? Stehe ich jetzt in der Kacke drin? Nee. Dort ist kein Lundentzünder. Weg vor ihm.
Heiler steht halt da vorne. Nachteil hast du halt, wenn du in der Ecke stehst, also wenn er in den Raum reindrifft, dass es halt sein kann, dass der ganze, ja genau das, was jetzt passiert, dass der ganze Raum voll ist. Ja, ich kenne das halt so, dass man genau wie eine Ecke dann... Na, das super. Geht hier ganz in der Ecke, kriegen wir nichts ab. Ja, theoretisch, wenn jeder vor einem Boss steht, geht die Glutflamme auch nicht auf die Dinge, die wir hier genau. Im Spiel an. Also man kann das auch spielen, ohne irgendeinen Fass zu triggern. Richtig. Einfach hier in der Ecke knubbeln und dann schießt er nicht die Fässer. So, dann müssen wir rüber, ich roar euch. Hütet euch. Ja, in der Ecke müsst ihr ganz kleines bisschen. Na, schauen wir mal. Ui. Hütet euch. Jetzt haben wir Bodeneffekt, nix sing. Hier auf der anderen Ecke ist frei. Drüben haben wir noch eine kleine Lücke. Das war der Vulkan. Ich hab nur einen BR dann. Ich will den auch für den Heiler. Wollte ich gerade sagen, mach das für den Heiler. Das passt so. Na ja, gut, jetzt wurde angenommen, jetzt ist schon. Ja gut. Jetzt haben wir halt. Ja. Das ist, kriegt ihr aber hin. Eine Million noch. Sie einfach Blur, Tommy und Darkness. Hütet euch. Ja, du, da können wir noch. Das ist nicht sicher, Tommy. Jetzt auch nicht. Da, wo der Bär steht, ist sicher. Komm, 4%. Aber leider absolut gar nichts mehr. Nee, das werde ich nicht mehr. So. Leider keine Heilung mehr. Hütet euch. Das war nicht so schick. Ne, verdammt. Wir haben geschaut, wieder mit. Dann müssten halt, wenn dann alle richtig stehen, dass er halt nicht in den Raum rein drift. Jetzt halt ein bisschen beeilen, dann geht das doch. Willst du halt hier aber für den letzten aufbewahren, oder? Ich finde den letzten finde ich nicht so schlimm. Ich würde den jetzt für hier benutzen. Jo, dann lass einfach hier Hero ziehen. Beim Endboss kann man nicht allzu viel falsch machen. Ah, hab ich auch schon lustige Sachen gesehen. Okay. Dann einfach. Let's go. Das ist einfach so. Ich hab jetzt nicht aufgepasst, sind die drin wieder gespawnt? Ja. Yeah. Ja, schon, dann bringt's eh nichts. Es war halt mal anders, da konntest du halt die ersten zwei raustragen. Ja, so kenne ich schon auch noch. Hütet euch. Hütet euch.
wird so nichts, wenn wir die Fässer da stehen lassen. Doch. Ja, ich mache jetzt nichts mit Fässer. Mit dem Halt. Einfacher ist es halt, wenn du sie wegträgst. Ne? Kannst halt nicht so viel Schaden machen. Aber es ist halt ein bisschen safer. Und dann hat der Heiler auch leichter. Hütet euch. Müsste eigentlich passen. Der Boss ist halt eigentlich echt nicht schwer. So nö, schade. Du musst halt nur ein bisschen gucken, dass die Fässer halt einigermaßen weggetragen werden. Hütet euch. Bisschen Luck ist halt auch immer dabei. Ich will diese Feuer heißer brennen sehen. Jawohl, Helen. Hütet euch. Nur Asche übrig bleiben. Die hellsten Sterne. Jetzt lagen sie zum Beispiel jedes Mal relativ gut. Aber der eine geht wegen Trick zu dir, der andere nicht. Ne, ich hab beide jetzt nochmal. So, aber ich hab dir vorher Trick gegeben und der eine ist direkt zu dir gegangen und der andere zu mir. Nox nochmal weg, dann kannst du nochmal drauf. Passt. Die einen schon oben schon mal runter. Jo. Hütet euch. Hütet euch. Und danach müssen wir halt noch ein paar Prozente machen. Weil halt mit der Kanone können wir locker reinziehen. Naja, das müsste dann eigentlich kein Stress sein. Halt jetzt so viel ausgelassen, ne? Gedacht. Zwei Gruppen. Die große vom ersten Boss und danach die. Wollt ihr ihn in der Ecke oder in der Mitte haben? Am liebsten Ecke. Mit okay. Habe ich noch nie gemacht. Gut, dann auf geht's. Wie freundlich von euch, für eure Hinrichtung zurückzukehren. Ich muss das anlegen. Diese Munition wollte ich schon lange an lebenden Zielen ausprobieren. Hütet euch. Hami, nächsten kannst du nicht abfangen, du hast lieber. Cool. Du hast gerade den von Frosty abgefangen. War ich zu nah dran? Hab ich nicht gesehen. Nee. Ich nehm. Danke. Hab schon gesagt, dass ich die Ecke hasse, du siehst so gut wie gar nichts, wenn du da als Tank ganz hinten drin stehst. Ich hab das einmal mit einem Monk-Tank gemacht, da ist der ganze Bildschirm auch noch so schön grün bei. Ich hab das halt noch nie teilweise gespielt. Mehr ein Ratespiel oder die Kamera ganz rein. Aber dann ist das halt für alle anderen echt einfacher, ne? Weil du halt die Kanonen nicht ausweichen musst. Ja. Yoshi, bist du ganz vorne beim Boss? Ich seh dich grad, ne? Ja. Nee, nicht ganz vorne. Okay. Alles gut. Das erst gleich. Ich leg Darkness gleich nach der Nummer hier. Erst wenn die nächsten Dinger kommen. Die nächsten. Und Darkness. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass ich den nicht mehr abfangen kann. In 7 haben wir nochmal einen. 7 Sekunden oder 7 Minuten? 7 Sekunden.
7 Minuten hoffentlich. Der... Habt es hoffentlich hinter euch. So, Retz kommt. Danke. Meine Güte. Es läuft manchmal super. Hütet euch. Hütet euch. Das Frost ist den einfach nehmen. Muss ja nicht die Laterne stecken. Wir uns dann halt noch ein bisschen beeilen, dass wir runterkommen. Der Trash sollte jetzt gleich nicht das Problem sein. Glaube ich zumindest. Nur 5% ja, kommt. Weiß ich nicht. Ich hab schon so viel Drama bei dem Boss hier gesehen. Ja. Hier im Mountain sogar? Perfekt. Wenn du. Aber ich hab. Da kannst du leider nicht nach unten. Hab ich einmal probiert, was aus der Indie rausgeportet. Lady Aschenwind wird sich wohl doch. Wenn du da oben die eine anlachst. Na gut, wir müssen halt jetzt nochmal. Einer geht in die Kanone, du bringst sie raus, oder? Dieser Plan. Ja, jetzt muss ich bloß gucken, 6%, was ich alles mitnehmen muss. Ich mach das schon. Ich geb dir Trick, dann kriegst du Akkord gegen die Kanone. Bleib einfach an der Kanone irgendwo stehen. Drei Minuten neun. Und mehr als den einen, ne? Ja, hier hinten, die drei Mädchen. Oh, war ja. Schieß einfach drauf auf die Viecher. Oh, sie haben mich eingekettet. Ja. Schieß einfach auf die Tür. Mach ich. Jetzt hier unten die. Klein. Waren doch ein bisschen viele, ne? Hm. Sind ein paar mehr als 6%. Ach. Das okay, war's. Das perfekt. Gut, vielleicht hätten wir nicht beide Seiten pullen sollen, ne? Aber. Aber mit der Kanone kannst du halt echt viel machen. Hm, wunderbar. Ha! Du kriegst bestimmt gleich wieder. Schauen wir mal, was in der Kiste ist, ob da was Brauchbares drin ist. Ich habe Erfahrung, du bekommst immer das, was du nicht brauchst. Ja, das, ja. Oder gar nichts. Mhm. Genau, oder gar nichts. Tempo 4. Gemacht. Braucht die wer von euch? Nee, danke. Ach, schau, ich hab gar nichts gekriegt, ich wusste es doch. Ich hab die gleichen gekriegt wie du. Nee, danke. Die sind sogar dreimal, oder? Die gleichen. Nee. Witz, ne? Nein, danke schön. Brauchst du den Stab nicht? Moment, ich muss mal gucken. Den würde ich sogar nehmen, der hat Bistets. Okay. Handelt mir einfach. Jo. Hat sich sehr gelohnt. Ja, zumindest ein kleines Upgrade. Na, dann geht's halt. Wunderbar, danke euch. Spielst du wieder? Wir danken dir.